Guten Morgen. Ja, willkommen zu den Morning News. YouGov hat eine Studie, eine Umfrage, die Umfrageergebnisse herausgegeben. Über 60% aller Verbraucher haben bereits in der Vergangenheit schon mal eine Marke boykottiert. Brandboykotter. Ich finde es ein blöder Name. Brandboykottierer. Ist passender in meinen Augen, wird diese Zielgruppe genannt. Das zeigt vor allem, wie unfassbar schnell wirklich Kunden in der Lage sind, eine Marke komplett auszuschließen und wie sensibel sie auch bei ihren Kaufentscheidungen sind. Gerade dann, wenn ihr dabei seid, im Private Label Bereich eine eigene Marke aufzubauen oder aber wenn ihr euren Umsatz massiv nur auf eine Marke stützt, ohne eine Alternative zu haben, dann ist das schlimm. Hier auch mal eine kleine Story. Ich hatte das gestern, ich weiß nicht ganz genau wo, überflogen und gelesen. Ihr stellt in einer Mensa einen Cola-Automat auf und macht damit dann 100% Umsatz, also 100 Dosen. Wenn ihr einen weiteren Automaten aufstellt, wo ihr dann nur Pepsi habt, im ersten Coca-Cola, im zweiten Pepsi, dann würdet ihr sagen, gibt es Verteilung 60-40, 50-50, 80-20. Dem ist nicht der Fall. In der Tat wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach die Anzahl der Verkäufe fast verdoppeln. Zeigt, wie wichtig es ist, euren Verbrauchern Auswahl zu bieten, so dass sie sich nicht nur auf ein Produkt festlegen müssen. Fand ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich habe es da nicht weitergelesen. Dahinter steckt wahrscheinlich wieder irgendein psychologisches Phänomen. Welches, weiß ich nicht. Aber ich fand es spannend. Ja, die EU-Inflation ist leicht auf 7% gestiegen, so berichtet die Europäische Statistikbehörde, meine Güte. Eurostat nicht so sehr betroffen, davon ist Deutschland. Und im Wesentlichen ist die Erhöhung auf die Produktgruppen Lebensmittel und Energie zurückzuführen. Doch hat es auf europäischer Ebene richtig geknallt. Hier in Deutschland sind wir relativ entspannt. Klar, wir sind noch auf einem hohen Niveau, aber die harten Preisstöße, die haben wir überlebt, zumindest bis jetzt. Ja, unterhalb des Videos findet ihr dann verlinkt die Top 100 Liste der größten Amazon.com Seller. Amazon.com ist der größte Marktplatz. Warum macht es doch Sinn zu listen? Weil ihr neben Amerika natürlich auch noch alle die Länder erreicht, dort wo Amazon keine eigene Länderplattform hat. Daher zur Orientierung unterhalb des Videos verlinkt die Top 100 Amazon Seller Liste. Das HDE-Konsumbarometer berichtet von einer leicht sich aufhellenden Verbraucherstimmung. Das ist okay. Allerdings sind wir noch bei weitem nicht da, wo wir sein sollen, dass wir von vernünftig wachsenden Umsätzen reden. Das sieht denn dann auch der Einzelhandelsumsatz, der durch die Statistik veröffentlicht worden ist, genauso. Hier wird berichtet, dass der Einzelhandelsumsatz weiter rückläufig ist. Innerhalb dieser Zahlen wird auch der Internetumsatz ausgewiesen. Der ist mit minus 4,8% gemessen worden. Das ist nochmal echt erheblich, dass die Umsätze so zurückgehen. Versucht euch daran zu orientieren mit euren eigenen Zahlen. Seid ihr besser als eine minus 4,8%? Bewegt ihr euch besser als der Markt? Seid ihr schlechter als der Markt? Und hier solltet ihr dann nach Ursachen suchen. Insgesamt wird das zur Konsequenz haben, dass wir eine wesentlich höhere wettbewerbliche Dichte haben werden. Das bedeutet nicht, dass wir mehr Wettbewerber haben werden, aber dass insgesamt der Wettbewerb aggressiver sein wird und wahrscheinlich wesentlich deutlicher und schneller halt auch reagieren wird. Ja, und jetzt kommen wir zu den letzten News. Und zwar sind das die Zahlen von Etsy. Hier haben wir ein GMV von minus 4,7% und ein Käuferwachstum von 1%. Naja, dieses 1% Käuferwachstum verkauft Etsy offensichtlich als Erfolg. Sie schreiben davon, dass es das erste Mal sei, dass sie ein solches Käuferwachstum gesehen haben. Ich schmücke es noch ein bisschen aus über reaktivierte Kunden und über eine bessere Kundenbindung. Die minus 4,8% hat allerdings Etsy nicht außerhalb Europa verloren. Dort haben wir ein GMV-Wachstum. Das heißt, hier in Deutschland wird es zum Anstieg auf dem Online-Marktplatz Etsy gekommen sein.
Der GMV-Verlust ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in Nordamerika die Zahlen halt nicht so gut waren. Ja, das war's denn dann auch mit den Morning News. Ich wünsche euch einen sensationellen Start, ja, in den Donnerstag. Wer Lust hat, kann heute Abend sich noch einmal den BBG Wissen Talk anschauen. Hier geht es noch einmal um das Thema Retoure und insbesondere, wie kann ich proaktiv die eigene Retourenquote senken. Hier dabei ist dann vom BEVA, vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, BEVA ganz genau, die Aline Mutluck. Sie wird uns Zahlen aus dem Retourenkompendium wiedergeben können. Und ich bin richtig gespannt. Ich finde, das Thema Retouren ist extremst, extremst wichtig, weil das mit ein Hebel ist, wo ihr wirklich die Ertragsfähigkeit eures Unternehmens massiv steigern könnt. Ja, also wer Lust hat, heute Abend. Ansonsten hören wir uns oder sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Tschüss.